herzlich willkommen, schönen Freitagabend. Ich freue mich auf diese Ausgabe und ich freue mich auf Günther Leiner, Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner, Thomas Maria Maurer und Thomas Maria Stipschitz. Tut mir wahnsinnig leid. Günther, du bist sowas gegen einen Trend. Also entweder du hast Maria oder Thomas. Ich heiße jetzt Jesus, Maria und Josef. Günther, Maria und Josef. Zweimal Maria, zweimal Thomas. Na, muss ich mir nicht viel merken. Was hast du nicht viel merken? Ja, hallo, ich heiße Günther. Da ist Günther. So, was glaubt ihr, ist das Sendungsthema? Jetzt war ja eine Woche nicht, was gibt es Neues, gell? Ja, genau. Weißt du, warum kein was gibt es Neues war? Wegen einem Karfreitag. Ja, weil Karfreitag war. Ja. Danke für den Hinweis. Ich habe es wieder nicht verstanden, weil kein Freitag war. Nein, es waren überhaupt in der K-Woche überhaupt zwei Tage. Kein Freitag und kein Samstag. Es sind zwei Tage weg. Da beschwert sich keiner, ja? Vorher war es besser. Aber siehst du, deswegen ist es gut, wenn der Günther eher spontane Schmähs macht, weil die es da vorher ausdenkt. Wenn man es wiederholt, gewinnen sie nicht. Ich habe mich vorbereitet, nämlich schon. Nein, sind wir nicht völlig, vielleicht müssen wir ihn einschneiden noch. Aber warum war keine Schmäh? Wegen der Kaffee. Das war jetzt der Eva! Wahnsinn! Ulli! Du wieder. Die Personifikation des Burgen in der Mitte. Ehrlich, das ist großartig. Ich hab jetzt noch nicht einmal. Jetzt ist er drin. Nein, der Sekundenschlaf. Ich habe noch nicht einmal eine Frage gestellt. Ich möchte mal das Sendungsthema Vienna City Marathon. Übermorgen ist es soweit. Günther trainiert schon. Ich bin dabei. Liebe Leute, ich habe wirklich. Ich hab was. Auf die Straße schmeißen, dass alle ausrutschen. 42,3 Paul Frankfurter in unter 3 Stunden. In unter 2 Stunden 15. Liebe Leute, es ist wirklich, die Organisatoren vom Vienna City Marathon haben etwas Wunderbares getan. Sie haben uns bereits angemeldet. Das sind die Startnummern. Wir starten am Sonntag. Großartig! Alle, die hier sind. Ja? Seid dabei? Das ist ganz großartig. Das ist so wirklich Original-Ding. Du kannst starten. Ich glaube, da habe ich schon einen Tisch reserviert. Das cool. Nein, es ist nur die 10-Kilometer-Strecke. Das schaffen wir. Lassen wir jetzt einmal den Vienna City-Marathon. Gut, ist rund ums Laufen. Was haben wir? Ja, genau. Österreich hat ja seit dem Vorjahr einiges an Erfahrung mit Wahlen. Ne? Es war so erfolgreich bei uns, dass wir gleich zweimal gewählt haben. Ne? Und Blauwahl. Blauwahl, eben das schon. Nein, eben nicht Blauwahl. Und es ist so, dass ja einige doch geschmunzelt haben. Ne? Speziell auch in Deutschland über die Ösis, die keine gescheiten Kuverts machen können. So. Aber wir sind nicht die Ersten und nicht die Einzigen, die sich mit Wahlen etwas lächerlich gemacht haben. Zum Beispiel 1967 in Ecuador. Ja? Da gibt es damit vergleichen wir uns, das finde ich super. Schon 1967 in der Vorzeigedemokratie Ecuador haben sie auch zwei Wahlgänge gebraucht. Da werden wir mal drei. Nein, aber das ist astrein argumentiert, weil in der Vorzeigedemokratie Nordkorea braucht man nie mehr Wahlgänge. Ja? Also es ist ein Zeichen einer gesunden Demokratie. Da warst du 30 Jahre noch nicht auf der Welt. Clemens, die Antwort, also ich kenne die Antwort und also da haben wir uns letztes Jahr im Verhältnis dazu überhaupt nicht blamiert. Pass auf, nämlich die Stadt Piguasa in Ecuador, ja? Da gab es eine Bürgermeisterwahl 1967 und die wurden tatsächlich nach dieser Wahl zum Gespött der Welt öffentlich. Und ich möchte von euch wissen, was ist damals passiert, 1967, in der Vorzeigedemokratie. Und Ärger wie bei uns, kann man sagen. Ja, das ist wirklich Ärger als bei uns. Die haben einen Toten gewählt. Das ist gut. Das ist wirklich Ärger. Da hat der Begriff Wahlurne einen ganz anderen. Ja. Na, aber ehrlich, es gab doch in Amerika eine Wahl. Ja. Hat es auch eine Wahl gegeben. Das war aber in Ecuador. Ja, das ist Südamerika. Ja, wir haben immer zusammengekehrt. Es ist wie Südtirol und Österreich. Ja, genau. So wie Kärnten und Österreich. Wir sind zumindest auf die Eingliederung.
Wir sind zumindest am amerikanischen Kontinent. Nein, da hat es eine Wahl gegeben, wo wirklich ein Toter, also der ist gestorben vor der Wahl und den haben sie aber trotzdem zum Bürgermeister gemacht oder zum Mayor oder wie man sagt, weil die Alternativen so schwach waren. Kein Scherz. Ja, ja, das ist das einmal als Frage. Okay, bist notiert, aber, ja, aber nächste Woche, ja, bist du nächste Woche da? Ich mag auch mal ein bisschen gut stehen haben. Ecuador, da waren 80% der Wähler Analphabeten und die mussten den Bürgermeister aufzeichnen. So quasi so Steckbrief. Oder Santominisch. Steckbriefartig. Reicht mir gut. Reicht mir gut. Und daraufhin... Ist zwar völlig falsch, aber gefällt mir gut. Ja, und daraufhin war dann 5 Jahre lang ein Strich Manschgerl Bürgermeister. Also ja. Oder ja, Ja, das geht in die richtige Richtung, ist aber noch völlig falsch. Ja, ein Bild gehabt, ein leeres Bild vom Bürgermeister, mal noch Zahlen und jeder hat einige müssen und ein Feld ausfüllen. Ja. Wenn es voll ist, war es. Ja. Auch nicht. Ja, einer hat es gefallen. Ja. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's auch nicht verstanden. Es mal noch Zahlen, das geht schon. Ja. Ich erkläre es nur, wenn du sicher bist, dass was bringt. Ich bin mir... Ich bin mir sicher. Malen nach Zahlen. Gibt verschiedene Felder, ja? Ja. Und? Genau. Nein, ich mail's euch, gell? Na, was jetzt mal nach Zahlen? Was willst du jetzt sagen? Zahlen, ja, das ist Thema. Was war das mit Bürgermeister? Da haben alle ausgefüllt. Er will uns nichts sagen, er will was reden. Aber der Tipp, was du sagen willst, man soll zuerst die hellen Farben ausmalen. Genau. Wenn du mit dem über den Strich tust, mit den dunklen kannst du das retuschieren. Ja, genau. Wenn du zuerst die dunkelblau ausmalst und dann gelb. Was hat das mit dem Bürgermeister zu tun? Gar nichts. Ja, aber nur praktische Tipps für zu Hause, wenn Sie Mandalas. Ja. Sie machen Sie auch sich so gerne Mandalas zeichnen wie ich. Ohne Scheiß, das ist so kontemplativ. Nein, es muss natürlich, aber das mit dem, du hast mit, was mit Aufzeichnen gesagt, bevor wir dann irgendwie abgedriftet sind zum Thema Malen nach Zahlen. Aber es haben einfach die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung hat den Stimmzettel irgendwie falsch interpretiert und hat eher so Wünsche, Anregungen, Beschwerden abgeben an den bestehenden Bürgermeister, also so in Richtung endlich zweiter Kreisverkehr. Ja. Oder ich nehme einmal mit Pomfret und Salsa. Sowas. Oder sie mussten sie und no ankreuzeln. Ja. Ja. Sie haben glaubt, sie und haben, nein, haben aber glaubt, sie hast nein, auf also no hast auf keinen Fall oder... Irgendein saublödes Missverständnis muss das eben sein. Ich sehe Ringerl war ein bisschen größer. Bloß, es muss aber so missverständlich gewesen sein, dass die Mehrheit das gemacht hat. Ne? Ja. Nicht nur 3 Depper im Dorf, sondern... Na, eben nicht. Und deswegen hat sich eigentlich diese Stadt blamiert weltweit, weil man daraus Rückschlüsse, aus dem Wahlergebnis konnte man Rückschlüsse ziehen, dass da ist man ein erheblicher Anteil der Bevölkerung... Analphabeten sind. Genau. Entmündigt. Ja? Ja, ist es? Sie haben nicht lesen können. In die Richtung? Nein. Sie haben nicht schreiben können. Ich gebe euch einen Tipp. Und zwar so, dort wird nicht angekreuzt, sondern da wird der Name des Kandidaten auf draufgeschrieben. Und gewonnen hat der Herr Aki. Da ist gestanden, Votar Aki, wählen Sie hier. Na. Und der Herr Aki, gewonnen hat der Herr XXX. Die konnten nicht schreiben. Sie konnten schreiben. Sie konnten sehr gut schreiben. Und sie haben ihren eigenen Namen eingeschrieben. Nein, aber sie konnten nur Ati und Titi gehen zu Mama schreiben. Nein. Halt so. Sie konnten schreiben. Wisst ihr, wer Bürgermeister geworden ist 1967 in Ecuador? In Pablo dieser Escobar. Stadt, in Piguasa. Nein. Ein Fußpulver. Ein was? Ein Fußpulver. Der Blick. Ein was? Ein Fußpulver. Dieses Fußpulver wurde 1967 in Ecuador zum Bürgermeister gewählt. Ja. Aber warum? Na, weil sie den Namen da hingeschrieben haben. Na, die haben den Kandidaten gesponsert. Und da waren Wahlplakate mit dem Foto vom Kandidaten. Und drunter ist das Logo gewesen. Das haben sie alle gemerkt. Nein, weil am Weg zur Urne waren so Fußspuren. Und der hat gedacht, das gehört... So, ja, aber ich glaube, in Ecuador denken sie gern zurück. Man hört heute die Leute sagen, unterm Fußpulver war es besser. So, du startest mit mir am Sonntag? Ja, ich bin dabei. Okay.
Ah, aber schau mal. Na, vielleicht hat der so ähnlich Kassen und Sie haben sie verschrieben. Na, aber die Eva war schon wirklich sehr knapp dran. Mit Aufzeichnung? Mit dem Plakat, du hast es nur mit Sponsoring gleichgesetzt. Es war aber etwas anders. Ist der Kandidat ähnlich wie das Pulver? Nein, es gab keinen Kandidaten. Ah, die haben überhaupt das Pulver aufgestellt? Die haben das Pulver aufgestellt. Nein, es war das, was wir haben das doch im Wahlkampf schon öfters gesehen, dass sich Satiriker sowohl Deutschland als auch in Österreich plötzlich als Kandidaten irgendwie präsentieren. Ja, und der Hofer war es letzte. Und damit den Wahlkampf verarschen. Und diese Firma, Pulver Pièce, die hat Werbung gemacht, indem sie die Wahlplakate, die damals in dieser Stadt waren, also nachgeahmt haben vom Layout und haben dann folgenden Slogan affichiert. Das siehst du schon wieder, welche Generation. Wählen Sie, wen Sie wollen, aber wenn es Ihnen um Wohlbefinden und Hygiene geht, wählen Sie Pulver Pièce. Und Sie haben das... Das war super. In der ganzen Stadt. Okay? Und jetzt wird eben, wie ich vorher, damit habe ich euch schon geholfen, nicht angekreuzt. Und die Leute sind ins Wahllokal gegangen und sagen, ah, Pulver Pièce. Und aber ich sage, 20% hat das bei uns auch. Ist doch super, oder? Sehr lustig. Grandios. Ja. Gut. Das siehst du, was der Bevölkerung wichtig ist. Wohlbefinden und Hygiene. Ja. Und die sind in Ecuador damals schon, ne? Ja. Das sind 67. Ja. Ich bedanke mich noch bei Patrick Ettlinger aus Wien mit einem 300 € Bildungsgutschein. Danke immer. Meine Damen und Herren, wie jedes Mal an dieser Stelle möchte ich mich an Sie wenden. Sie sehen, wie viel Spaß und Freude wir mit Ihren Fragen haben. Bitte schicken Sie uns alles, was Sie glauben, was wir in dieser Sendung verwenden können. Fragen, kuriose Fachbegriffe. Ein Ding der Woche. Die Adressen sind eingeblendet und wir besuchen Sie auch gerne weiterhin mit der Kamera, wenn Sie meinem Rateteam einmal die Frage persönlich stellen wollen. Schönen guten Abend. Ich bin der Alex aus Wien. Was ist eine Laufglocke? Eine Laufglocke? Eine Laufglocke. Passend zum Vienna City Marathon. Eine Laufglocke. Laufglocke ist ganz klar, ich meine, Ostern ist noch nicht so lang her, das ist, wenn die alle nach Rom schwatteln. Ne? Also das, wenn man sie so am Horizont vorbei... Ja, die fliegen ja nach Rom leider. Naja, aber wenn sie wer was verstaucht hat, dann Flügel oder so. Aber ist das nicht, wenn du in den Kindergarten gehst? Also im Kindergarten gibt es wahnsinnig viele Kinder, die haben ständig so Laufglocken. Das sind Rotzglocken. Ja, aber die läuft dauernd. Du schneidest es weg. Bleibst du mit mir? Anna! Am Sonntag. 10 Kilometer, der ist sogar schaffen. Aber ich habe mir gestern die Achillessehne nicht gerissen, aber angeblich. Ja, ich vorgestern. Nein, das ist keine falsche Ausrede. Extra für diesen Anlass. Vielleicht aber ganz einfach das, wonach es klingt. Also, ich hatte mal einen Hund, der ist. Hat dazu geneigt, davon zu rennen und nicht zurückzukommen, haben wir gedacht, ha, hängen ihm so ein Kleckerl um. Und dann habe ich auch wirklich gehört, das ist ja wirklich weg. Und es wird leiser. Jetzt habe ich gehört, jetzt ist er wirklich weg. Ja. Das ist ja traurig. Das heißt, du bist da gestanden und hast noch, wenn du ihn leise gehört hast, hast gesagt, nein, ganz weg ist er noch nicht. Ja, jetzt ist er ganz weg. Jetzt ruf ich im Tierschutz aus. Also ich kenne Glocke nur unter der Bedeutung Glocke. Ja? Wie unter welcher Bedeutung? Na ja, gibt nur die Glocke. Ja, oder es gibt oder schon noch andere. Die Rotzglocke, oder? Unten. Es gibt die Käseglocke. Ah, das ist beim Marathon, wenn sie das ein Staff, also du musst 42 Mal die Glocke vom Schiller aufsagen, während du läufst. Die 42 Mal, das heißt, du brauchst einmal für die Glocke einen Kilometer, oder was? Na, kommt drauf an, wie schnell das drehst und wieder die Luft ausgeht. Aber okay. Das ist auch so eine Trainingsgeschichte, wenn ich am Anfang, und dann gegen Ende, das soll die Glocke werden. Also, das muss man sich auch ein bisschen an Lauftechnik zulegen. Mhm. Wie war es nochmal mit Malen mit Zahlen? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin wieder bei Malen mit Zahlen. Oder es ist bei der Kuh, bei den Kühen. Ja, ich verstehe schon. Das ist eine Herde und da gibt es vorne die erste Kuh,
Die hat die Laufglocke um, ja, und dann praktisch gehen ja alle, die rennt irgendwo hin, wenn sie einen Stall, wenn sie einen Stall müssen, dann rennen alle nach, weil das ist vorne die Laufglocke. Nein, alle Kühe haben eine Glocke, eben genau aus diesem Grund, warum... Nein. Was heißt nein? Nicht alle Kühe haben eine Glocke, gell? Nein, es haben nicht alle Kühe eine Glocke. Alle Kühe haben eine... 100% der Bitte mit dir. Ja, aber was ist, wenn dann genau die Kuh ohne Glocke sich irgendwo oben im Gestrüpp verirrt? Nein, aber da gibt es ja eine, Hauptkuh. Aber wenn die so deppert, ist es auch nicht schott um sie. Das ist das. Ja, aber es geht doch darum. Ja, Kerle, das ist der Zwölferostbrunnen, ja? Und vorne sind da ein Trennschnitzel. Ja. Die Hauptkur? Ich habe ein Kurpolier. Also ich fahre öfters an einer Kuhherde vorbei, logischerweise. Da steige ich mir aus. Und meiner Meinung nach haben die alle eine Glocke, eben aus dem Grund, damit du weißt, dass die Herde, wenn es noch irgendwo, wenn die am Abend im Stall sind und irgendwo bimmelt es noch, dann weißt du, der Kuh ist draußen. Aber es gibt ja auch relativ viele Kühe, die irgendwo im zweiten Untergeschoss einer Rinderaufzuchtanlage, die brauchen keine Glocken, weil die kommen dort eh nicht aus. Ich rede von freilaufenden Kühen. Ja, und die ohne Glocke fahren mit der Kurtaxe. Oder es gibt... Gut, sind wir heute wieder, Beim Kirchturm gibt es verschiedene Glocken. Bei uns in einem Dom in Linz gibt es riesig viele Glocken, die automatisch gehen. Mhm. Nur bei einer Glocke musst du auflaufen und du musst Hände schleiten. Ja, schau. Das ist eine Linzerin, glaube ich. Die hat schon gemacht. Die hat schon gekleidet. Und da musst du... Nein, aber vielleicht du eine Wanderglocken, weißt, also eine Laufglocken, der sagt, heute spielt es im Stephansdom, nächstes mit dem Linzer Dom, die macht so drei, vier Tonnen, die nehmen wir schnell mit. Ja. Also eine Bell-Sharing. Ja, Bell-Sharing. Bell-Sharing. Vielleicht ist es aus dem Prostitutionsgewerbe so ein Laufhaus ohne Laufhaus, wo dann die auf der Straße stehen, Budern. So. Das ist hocherotisierend. Ja, ich bin auch schon ganz scharf. Hocherotisierend. Das Bild kriege ich nicht weg, wenn das nächste Mal in Italien der Eismann kommt. Cocobello, Cocobello. Gut. Oder das ist nicht bei mir, bei Weihnachtsmännern. Da hast du nur einmal im Jahr Hocken als Weihnachtsmann in den Rest. Ho, 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 ho. Blau, blau, blau. Wenn's nicht weißt. Blau, blau, blau. Wie gesagt, Entschuldige. Ja. Oder wenn ich beim Marathon mitrenn, sagen alle, schau, alle sind schlank, nur das ist die Laufglocke. Günther. Das Mitleid, das brauche ich nicht. Ich weiß ja, warum ich platt worden bin. Du brauchst ja. Weil du bei Kuhherden immer stehen bleibst. Ja. Aber, fragen wir den... ich hätte noch eine Antwort. Sag's bei der nächsten Frage. Also, wenn das Christkindl spielt, man tut die. Was? Was ist das? Sag's bei der nächsten Frage. Ich glaube, es passt überall. Beim Christkindl. Merkst du einfach, bitte. Wenn das Christkindl spielt. Beim Christkindl, wenn das Christkindl spielt, dann klug, du musst ganz schnell leiten. Und das ist jetzt ein Schaden. Da musst du leiten, ja? Und dann musst du aber ganz schnell davon rennen, damit die Kinder nicht wissen, dass du das Christkindl bist. Aber es schauen Kinder zu. Nein, um 10 Uhr nimmer. Jetzt sind spätes Gefraster. Das ist eine Laufglocke. So, wir fragen Alexander aus Wien und er verrät uns, was die Laufglocke ist. Die Laufglocke wird auch als Sturmklingel bezeichnet. Sie ist eine Fahrradklingel, die wie ein Dynamo an der Gabel des Rades montiert wird und bei Bedarf durch die Drehung des Rades einen anhaltenden, lautstarken Klingelton von sich gibt, also durch den Radlauf. Deswegen nennt man sie auch Laufglocke. Na schau. Prinzipiell nicht blöd, ne? Weil das, was du von deinem früheren Hund kanntest, wie er sich entfernt hat, ist es so, wenn das Fahrrad näher kommt. Ne? Das heißt, ich hätte die Glocken am Antrieb vom Hund anbringen sollen. Wer Clemens Maria Schreiner noch nicht kennt und ihn googelt, schauen Sie gleich auf die Homepage. Rampensau.at ist deine Domain. Ja. Es gibt keine Clemens Maria Schreiner Homepage. Es gibt auch eine Clemens Maria Schreiner für so eher seriösere Anfragen, aber sonst nehmen wir auch gern die Rampensau.at. Ja. Zurzeit da kann man ihn auch als Stripper buchen zum Beispiel. Ja. Und aber ganz wenig ein. Ja.
man leider. Also, hat man mehr erwartet. Mit dem aktuellen Soloprogramm bist du unterwegs in ganz Österreich. Was wäre, wenn Sie Clemens Maria Schreiner mal auf der Bühne sehen wollen? Am kommenden Dienstag übrigens auch in den Pratersternen, gleich nach Willkommen in Österreich. Das moderiert wiederum der Hosea Racila. Und mit dem stehst du am 1. Mai auch auf der Bühne. Das ist so ein Inzestverein hier, das ist unglaublich. Unfassbar, ja. Unter anderem, also das ist ein Benefiz fürs Integrationshaus, und da spielen wir im Stadtsaal in Wien mit unter anderem dem geschätzten Kollegen Rudle zum Thema Inzestverein, der geschätzten Kollegin Antonia Stabinger, die auch an diesem Tisch Platz nimmt mit ihrem Duo Flüsterzweig. Ja. Und ja, also eigentlich, wenn man da einmal sitzt, darf man auch Benefiz spielen, bis man dort umfällt. Ja. Clemens Maria Schreiner. Ja. Und wir kommen zum Ding der Woche. Jawohl. Ich freue mich sehr auf das Ding der Woche, meine Damen und Herren. Ihnen darf ich schon einmal vorab verraten, wie ihr Insert, wozu es dient. Und ich kann mir vorstellen, einige freuen sich jetzt dann schon auf die Auflösung. Gut, ich werde es... Es ist nur eine Hälfte. Was? Ist nur eine Hälfte? Es ist ein Tischtennisplatten für Hamster und es ist nur eine Hälfte. Oh. Ohne Netz. Ohne Netz, das Netz kommt. Oh. So, lieber Dankeschön. Thomas, ich darf dir mal überreichen. Ja? Ah! Was ist das? Ach, ich wollte es ganz dezent hinlegen. Aber du hast es. Na, man kann es. Na, warte. Aber mach's nicht hin, gell? Wir brauchen es. Das ist ja schon wieder passiert, ne? Also, was? Also, man kann es aufklappen zumindest. Man kann aufklappen, das also heißt aufschieben. Aufklappen. Aber ich glaube, es ist nicht der Sinn der Sache. Ja, Kabarettisten sind handwerklich sehr geschickte Leute. Ja. Ja. Total. Aber rausschieben kann man es nicht ganz, oder? Ganz rausschieben kann man es eben nicht. Kann man es nicht? Na, aber ich glaube, dass diese Fläche... Oder nur du nicht. Du, aber probier mal mit dem Hemd so rein, mit deiner mentalen Energie kannst du sicher auch schieben. Also. Der ist so heiß jetzt, der ist so heiß. Ja. Ja. Ich bin komplett angefesselt. Roger, das so. Also. Es ist made in Korea, steht zumindest oben. Bitte? Ja. Das heißt, das eine ist Nordkorea, das andere ist Südkorea. Das ist ein Bastel. Genau. Das ist der Aufstand zum Bissar. Ein einjährigen Bastel der beiden Koreas. Ja. Also diese Verschiebung muss ja irgendeinen Sinn haben, nehme ich an. Das ist das Koreanische. Ja, jetzt hast du es geschafft. Das ist das Koreanische Mal noch zahlen. Nein, was sagst du? Nein, ich probiere nur. Ah, dann ist es für das nicht. Gut, danke. Rüttel schon. Na, wenn man zum Beispiel rutscht, ne? Rasenerde frisch aufschiebt, die muss man dann wieder mit so Brillen niederdrücken. Ja, das ist. Was? Ja, hast du so ein Gesicht, das kenne ich. Das ist aber, ich habe es nicht einmal verstanden. Na ja, aber das ist oft so und dann ist es richtig. Eben. Ja, ich habe zuerst was richtig gesagt, das hast du auch nicht verstanden. Was hast du Richtiges gesagt? Wegen der Mal noch zwei. Wegen der Kur? Ja, die Kur, ja, das kannst du. Jetzt macht es wieder hin. Nein, er hat Korea wieder zusammengefügt. Vielleicht eine Art psychologische Hilfe bei langjährig liierten Paaren, also dass man das so wie die Gesetzestafeln Mose, da kann jeder der fünf Gebote aktuell draufschreiben. Also keine Schamhaare in der Badewanne oder vor allem nicht jedes Mal, wenn ich ein Achtel trinke. So. Also, und was gerade die aktuellen. Nicht dass man die 10 Gebote variabel, ja, dann kannst du, so, jetzt gebe ich da eine Eiche. Ja, und riech's dann, nicht, mach dich kaputt. Dann steckt man es wieder zusammen und sagt, so Schatzi, vertragen wir sich wieder. Schön, na das ist super, mir gefällt das. Da kann man auch was reinstecken, habe ich vorher nicht gesehen. Wo kann man was oben rein? Kann man was reinstecken, ich habe es vorher nicht gesehen. Ja, das, da gingen sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Todsünden gingen sie aus und eine war noch... Naja, frei. Ein Joker. Ja. Gut. Ich meine, Alternative Scheiße. Wenn das stimmt, dass man da irgendwie so die Beziehungsgrundregeln draufschreibt, dann hat das da oben diese kleinen Schlitze, wo man was einsteckt, sicher so eine Klagemauerfunktion, wo man gleich sagt, nein, ich weiß, das macht er fix nicht, aber ich steck's da rein, vielleicht hilft. Das ist das, wo man sonst sagt, reden wir es in einen Sackerl. Richtig, ja. Die frommen Wünsche. Die Klagemauer. Ja. Gute Beziehungsklagemauer. Was gibst du deine T-Shirts, die dir so gut passen, weg, damit wir sehen, was du damit machst? Ja? Was der Thomas zuerst gesagt hat, da war schon was Richtiges. Was hat denn der Thomas zuerst gesagt? Es ging um Garten. Und das der ORF ist auch ein sehr gartenbezogener Sender. Der ORF ist eine gartenbezogene Sender?
Eine habe ich gesagt? Ja, ich glaube schon. Du wolltest Sendung sagen. Das ist einem sehr gartenbezogenen Sinn. Den Bloberger sei Tafel. Allah, wenn man den Königlberg angerissen hätte, also, was man da wieder Paradies ausplant. Na, ich glaube, es geht um diese Oberflächen da hier, also dass man irgendwie da was isoliert, hat, oder? Was man, ja, und was vielleicht auch nicht rutscht oder so. Vielleicht ist es für so Hütchenspieler in Fußgängerzonen, der so eine Fläche braucht, wo er da so dieses Hütchenspiel. Nein, das geht, die müssen doch rutschen. Da ja, das rutscht da ganz gut. Ja. Echt? Also, ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal professioneller Hütchenspieler warst. Natürlich, immer. Ich hab die Leute. Ja, das ist ja zur Zeit ist das für Zwillinge dann. Ja. Dass sie sich nicht streiten und hat jeder sein. Das kann nicht funktionieren, weil da zum Beispiel ein Spalt ist zwischen diesen beiden Flächen und da kannst du mit dem Hütchen nicht gut spielen. Das siehst du, da gebe ich dir als Amateur sofort ein Gefühl der Sicherheit, das glaubst du, kommst drauf. Ne? Du läufst mit mir morgen. Nein, pass auf. Sehr psychologisch. Ja. Ist nur Psychologie sowas. Und dann, wenn die Kontrolle kommt, ne, dann macht man da Ratsch, ne, und tut es auseinander. Es geht wirklich gar nicht so schwierig, aber bitte. Ja, ich habe ja schon vorgearbeitet. Ja. Das ist einmal am Anfang müssen jetzt. Das ist ja, der ist ein Einwegschneidbrett, wenn am Gras von anwaschen. Also du hast da, weiß nicht, viel, was mit viel Blut oder hast mir dann klar geschnitten, Beischel putzt. Dann glätzelst du das einfach runter, schmeißt das weg und. Ja. Dann kannst du oder schmeißt das Ganze weg, kaufst du ein neues. Das ist gut. Aber ihr seid im Moment auch wirklich Lichtjahre von der richtigen Antwort entfernt. Also das glaube ich gern. Annähernd. Hast du wieder zusammenbauen oder hast du das gerne aus der Raumfahrt? Aus der Raumfahrt? Vielleicht. Ja, natürlich. Um die Schwerelosigkeit zu testen. Ja. Da können wir das verwenden. Was war denn das für ein garstiger Locher? Nein, definitiv nicht. Das war schon Richtung Mobbing jetzt. Ja. Ja. Wartet auf die Antwort, und dann werdet ihr genauso lachen. Betrifft das jetzt mich oder alle? Alle. Naja, vielleicht den Maurer nicht. Weil er einen Hund hat. Moment. Nein, nicht weil er einen Hund hat. Der ist tot. Nein, den Maurer nicht, weil da war ich vor vielen Jahren. Jetzt bin ich ja nicht mehr erwünscht, ne? Aber vor vielen Jahren. Verwundest. War ich einmal bei ihm zu Hause, zweimal bei ihm zu Hause und da habe ich was gesehen. Ja, aber du warst bei mir noch nie daheim. Das ist klar, dass du das nicht daheim hast. Aha. Ah, vielleicht ist es. Ja, dann hast du was mit Gemüse zu tun. Nein. Nein, aber. Wenn du dir so sicher bist, dass es nichts für einen Günther ist und du da irgendwie, du bist doch irgendwie annähernd. So mit dem Kampfsport und dem Boxen, ja, Boxen nicht ganz unvertraut. Vielleicht ist es, ich meine, man kennt das ja vom Karate, wenn die so Ziegelsteine durch. Ach, da, und das ist ein Sport, den man für einen Anfänger. Zum Üben, zum Durch. Genau, da zeigst du ganz fest. Und das ist weich. Du meinst, was, Moment nochmal, was du meinst, ja, ich halte mir so ein Hötzerl hin, wenn der andere dann mit dem Fuß... Ja. Oder mit der Hand oder mit dem Kopf. Ja. Aber man hängt es vorher natürlich aus, damit es cool ausschaut. Das würde Sinn machen, weil das ist ein bisschen weich. Das ist weich, da kannst du nicht so weg. Du meinst, das ist eine Übungsplatte für Taekwondo-Kämpfer. Ja. Und ja, das ist vollkommen richtig. Aber da muss man sagen... Eva. Ja, man muss wirklich dazu sagen... Du hast es zwei. Nein, bitte nicht! Nein, mach's nicht! Der Clemens hat natürlich mit dem Hinweis, den der Maurer selber, dass er zu Hause einen Boxsack hängen hat, den er immer quasi gedögelt hat. Und beim Verabschieden durfte ich auch mal und habe mir den Daumen gebrochen. Nämlich beim Handschuh anziehen. Von Thomas Maurer habe ich gelernt,
Da hängt der Boxsack und ich denke mir dann, naja, muss ich jetzt auch. Und mache natürlich so. So ja. Und das ist der größte Fehler, den der Boxer machen kann, dass er den Daumen nach innen nimmt, weil du dir das selber, den habe ich von dir gelernt. Vor, ja, weiß nicht, vor 10 Jahren. Aber auf die Horte tue, was du mir vorher war. Das heißt, Kampfsportassoziation kam vom Clemens und die Eva hat es dann so quasi in ein Tor verwandelt. Und jetzt passt auf, damit wir das wirklich tun, hatte ich Angst, aber ich habe das eh gefaked. Wir brauchen das nämlich noch, weil wir haben den Einsender gebeten, heute bei uns vorbeizukommen. Ich begrüße Dr. Norbert Mosch aus Wien. Freue mich sehr. Bitte schön. Gratuliere. Hallo. Guten Tag. Muss ich mal... Habe ich Sie richtig begrüßt? Oder? Ja. Gut. Warum gibt es diese Übungsplatten? Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Man könnte es ja eben auch, Sie haben ein Holzbrett mitgebracht, man könnte es damit machen. Das ist ein normales Bruchtest, ein Fichtenholzbrett. Das kann man einmal verwenden. Diese Bruchtestbretter kann man mehrmals verwenden und sie sind auch genormt. Gibt es je nach verschiedener Bruchteststärke genormte Bruchtestbretter. Mhm. Gut, damit man also immer so quasi weiß, worauf man sich einlässt. Wie stark man schlagen muss, ja. Genau. So, womit machen wir es jetzt? Sie werden uns das demonstrieren. Mit dem oder haben wir noch ein zweites da? Sie haben gesagt, nein, man da gibt es nur eines. Ja. Okay. Mit wem? Soll ich da kleiner damit ausprobieren? Oder? Kann man es nur einmal machen, dann ist hier oder was? Mehrmals machen mit dem. Das mit geht dem nur einmal. Wieso, wenn das gebrochen ist, das hat ja so zack Verzahnungen. Wie man schiebt es wieder zusammen. Ich glaube, du hast die Erklärung nicht verstanden. Soll ich das nur mehr erklären? Kannst du mir gerne zeigen? Aber die Verzahnung, das habe ich wirklich nicht, die Verzahnung bricht erklären, auch nicht. Das kann man mehrfach verwenden. Ich möchte es echt. Klappt auf. Du gehst zu deinem Boxsack. Okay. Warte, ich geh kurz weg. Nur das. Na, das schon, okay. Achso, also, nein, ich mach's nicht. Kommst du es gesehen? Na, dann so aus. Gut. Okay, also. Wer möchte? Günther? Günther? Na Günther, komm, du hast so groß geredet. Jetzt komm her. Komm her. Die beiden Herren sind so nett und halten es nochmal. Günther, bitteschön, wenn Sie hier bei mir bleiben. Der Günther geht an Ihre Stelle. Ja, eine richtige Faust machen. Bleiben Sie mal keine Faust. Eine richtige Faust machen. Und dann bitte mit Kampf. Der Vierer ist ja ein bisschen. In die Mitte. Danke, Günther Leiner. So, und jetzt ist die Frage, Sie sind ja der Taekwondo-Meister. Würden Sie das jetzt auch hier im Studio mit der Holzplatte machen? Okay. Die geht noch einmal. Die geht noch einmal, richtig. Super. Wunderbar, dann behalte ich die dabei ein. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken und ich beim Einsender. Die Frau hat noch ein Scheidelholz kennst. Haben wir genügend von dir. Dr. Norbert Mosch, was gibt es Neues? 300 Euro Büchergutschein können Sie sich gleich abholen. Dankeschön. Oliver, probier's mit Leiber. Das ist doch... Du beschaffst ja... Au! Bitte, du... Nein. Du hast es ja verzogen. Bis. So. Wir haben ja gehört... Aber die Sendung ist super. Ja. Haben wir es ja nicht gehört. Ja. Ja. Aber es ist so... Stirb langsam. Wir haben gehört, es gibt... Wo war Oliver? War er draußen? Na sicher war er draußen, habe ich ja... Jetzt hat er seinen Mittelfinger gebrochen. Eins muss man sagen, der Taekwondo-Meister hat gesagt, es gibt verschiedene genormte Platten, die war genormt auf verkühlter Hamster mit Rückenwind. Aber ja, trotzdem. Nein, aber es ist alles gut und so sagt sie bitte der Krankenstation, dass ich nachher vorbeikomme. Gut. Was gibt es Neues im Kabarett? Der großartige Dieter Nuhr sitzt bereits in den Startlöchern für seine kleine, aber feine Österreich-Tournee. Vom 11. bis 14. Mai tourt er durch unser schönes Land, wird dabei unterwegs sein in Salzburg, Linz, Graz und in Wien. Das Programm heißt Nuhr.
Und er hat die heutige Promi-Frage für uns. Ja, hallo. Ich gastiere ja bald hier in diesem freundlichen Land. Da freue ich mich sehr, dass ich jetzt schon sozusagen präventiv in die österreichische Unterhaltungskultur eingeführt werde. Ja? Gott sei Dank muss ich nicht singen. So Volkslieder oder so ist nicht so meine große Domäne. Aber ich kann Fragen stellen. Ja? Das ist, da bin ich übrigens weit besser als im Beantworten. Und zwar habe ich folgende Frage an euch. Warum wurde in einem Tierpark bei Bangkok 2009 fünf Elefanten schwarz-weiß angemalt? Oh, im Grunde einfache Frage. Weiß ja jeder. Ja, sie hatten so frei fliegende Vögel, die verwirrt waren und immer gegen die Elefanten geflogen sind. Weil ja, aber dann hätten sie ja, eher so Vögel drauf gemalt wie bei uns. Die Fenster. So Greifvögel. Hm? Du meinst, was? Die Vögel haben die Elefanten attackiert. Dann hat man sie schwarz-weiß verkleidet oder angemalt. Ja. Und dann haben die Vögel gesagt, ma, wollen wir nicht mehr? Ja. Das war an nebeligen Tagen. Ist ein Elefant nicht zum Erkennen, ja, praktisch. Wenn die Luft... Ja, in Bangkok Smog. Ist es eh öfters neblig. Also meistens ist es Smog. Ja. Und dann ja, sieht man Smog und ein grauer Elefant mitten im Smog. Siehst du nicht? Siehst du. Letztens grau, war in Wien, schwarz-weiß. Ja. In Wien war letztens Nebel. Ja, ne? Moment, bitte. Nein, in Wien war letztens auch Nebel, habe ich keinen einzigen Elefanten irgendwo gesehen. Nicht verfügen. Logische Schlussfolgerung. Absolut. Logische Schlussfolgerung daraus. Ein bisschen. Ja, es ist so, die Fegel nein, aber wir haben schon vor dem Fernseher und haben gesagt, ein Schwarz-Weiß-Fernseher will nicht, jetzt sind sie hingeflogen. So wäre also oder mal noch Zahlen mit Schwarz-Weiß. Ja, lass mir jetzt bitte mal. Aber wir wissen nämlich noch nicht, in welcher Form sie Schwarz-Weiß angemalt worden sind. Ich glaube, denen sind einfach Smokings aufgepinselt worden und die müssen sich jetzt ihren Unterhalt als Kellner im Restaurant dort verdienen. Gut, willst du mit mir laufen gehen? Das ist eine gute Frage. Wie sind sie angemalt worden? Okay, wollen wir es uns anschauen? Ja, bitte schauen wir es uns einmal an. So. Ah, das sind Pandas. Jetzt kommt er. Weil das Erste, was man mit Schwarz-Weiß assoziiert, ist natürlich Zebra. Ja. So, Panda. So, der die haben keine Panda-Bären gehabt und jetzt haben sie Panda-Bären. Vielleicht hat es eine diplomatische Verwerfung gegeben mit China, die ja dann gern ihre Panda-Diplomatie einsetzen und die Pandas dann drohen abzuziehen und die haben gesagt, Edge-Badge, wir haben viel größere. Oder es ist so eine Aktion, mit der sie so ein paar so Milliardäre gefoppt haben, die gesagt haben, wir wollen arme Panda essen. Und so, bitte, wir haben solche Apparate. Oder es ist, was essen Elefanten normalerweise? Groß, oder? Ja. Ist die auch. Sie sind als groß ausgegangen, als haben sie gesagt, damals als Pandas verkleiden, weil dann glauben sie, es sind Panda-Bären und kriegen sie einen Bambus. Stunden groß. Du glaubst, weil sie als Panda angemalt werden, glauben sie, natürlich. Sie sind Panda. Elefanten sind sehr gescheit. Sie glauben das. Du läufst morgen mit mir. Hey. Leider, komplett daneben. Und was glaubst du, was da los gewesen wäre, wenn sie das Jette mich als Gößen angeholt hätten? Hätten die alle Besucher ausgesucht. Oder eine Spine, dann hätten sie einen Honig gemacht. Der so gescheite Viecher, die Elefanten. Fragen wir einfach Dieter Nuhr, warum man in Bangkok in einem Zoo die Elefanten als Pandas angemalt hat. Und die Antwort steht hier auf diesem Zettel von einem Notar beglaubigt. Das stimmt also. Die Elefanten gehörten zu einer bedrohten asiatischen Elefantenart. Klar. Und im Sommer 2009 kam in dem entsprechenden Zoo ein Panda zur Welt. Und die Zuschauer waren alle, boah, waren die dieser Panda, ist ja süß, ist so süß. Und keine Sau hat sich mehr um die armen Elefanten gekümmert. Und da haben die schwarz-weiß angemalt, um auf das Bedrohtsein dieser Elefantenart hinzuweisen. Lag eigentlich nah, oder? Dankeschön, Dieter Nuhr im Mai ist er dann auf Österreich-Tournee. Ich bedanke mich bei meinem Rateteam, bei Ihnen hier im Saal und bei Ihnen zu Hause und freue mich auf ein Wiedersehen schon am nächsten Freitag. Bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende, bis dann.